Hallo meine lieben Freizeitstrategen da draußen und herzlich willkommen zurück in Field of Glory Empires, obwohl wir gerade eben Field of Glory 2 spielen. Wir kämpfen gegen die Bojor, eine illyrische Fraktion. Und jetzt entbrennender Nahkampf. Das ist auf jeden Fall ein Gegner, der sehr, sehr viel Plänkeltruppen hat. Und wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir mit unseren normalen, regulären Legionen dem so ein bisschen Herr werden. Okay. Ah, jetzt lassen sie sich zurückfallen. Oh Mann, ist das doof. Ich hätte gehofft, dass sie den Kampf kurz aushalten. Dann hätte ich nämlich mit der Legion da mit angreifen können. Ansonsten wird es hier nämlich jetzt einfach nur ein riesiger Affenzirkus. So wie es derzeit auch aussieht. Na endlich, die sammeln sich. Und wir können hoffentlich Dinge tun. Fangen wir doch mal an, Dinge zu tun. Hier zu verfolgen. Hier ebenfalls zu verfolgen. Wenn ich den jetzt angreifen, jawohl, das ist ein Angriff in den Rücken. So, jetzt kämpfen wir diesen Nahkampf mal aus. Fallen die hier zurück, ich könnte kotzen. Das ist doch nicht wahr, ey. So, was wollen wir jetzt machen? Wir können jetzt erstmal die hier angreifen. Und es gibt donnern wir die da rein. Tun wir. Dann machen wir dasselbe Spielchen hier. Dann drehe ich mich hier so ein. Zack. Drehe mich vorüber. Kavallerie, die geht da hin und dreht sich dann auch immer so halb links ein, damit die nächste Runde sich ein bisschen mehr bewegen kann. Kann ich die hier angreifen? Nein. Kann ich die hier angreifen? Vielleicht. So, du gehst jetzt dahin. Du greifst damit an. Du greifst die da an. Der Kampf ist äußerst schräg. Okay, der kommt jetzt aber hier nicht mehr raus. Das war gut. Ja gut, das greift mich hier wieder an. Natürlich rennen sie weg. Ich habe nichts anderes erwartet. Und jetzt sind sie zermürbt und wenn ich jetzt ja, immer noch viel zu 17% Siegwahrscheinlichkeit ist viel zu gering, das schleudere ich lieber. Die Chance größer, dass ich das hier gewinne. Die haben ihre Karten nicht gut ausgespielt. Auf ihrer Seite da, was das Plänkeln angeht. Aber das haben wir am Anfang ja schon festgehalten, ne? Und? Habt ihr Zwangspanik? Nein. Immer noch keine. Der Wahnsinn, ey. Zurück. Du stellst dich jetzt schützend vor ihn. Und schon wieder habe ich alle bewegt. Ach du Scheiße, die sind extrem stark. Seltener Moment, dass mal eine Legion richtig einen auf den Deckel kriegt. Auch kein schöner Moment. Ja gut, wie gesagt, die Legion, ich weiß nicht, ob die jetzt einfach über längeren Zeitraum gegen die Heerhaufen gewinnt, aber auch eigentlich war sie ja auch gegen die Heerhaufen eigentlich recht effizient. Ich meine, die Marius-Reform, die kam ja durch, die kam ja eigentlich gerade durch die Heerhaufenkämpfe, also durch die Kimbern. Durch die Bedrohung der Kimbern wurde das ja eingeführt. Oder die Änderung letzten Endes eingeführt. Hui, ich hoffe, die sammeln sich nochmal. Boah, nochmal Nahkampf verloren.
Oh, sehr gut, meine gegnerische Einheit geschwächt. So, die rennen jetzt wahrscheinlich weg, lösen sich wahrscheinlich auf. Sehr gut. Und jetzt können wir den Flankenangriff starten. Zusammenhaltsverlust. Verloren. Zermürbt. Komm, setzen wir gleich schon mal nach. Dann haben die wahrscheinlich gewonnen hier. Oh, die haben Stand gehalten. Wie gemein. Weiß man einfach nicht mehr, was man tun soll. Außer vielleicht ein bisschen werfen. Das Gute ist halt, dass den früher oder später dann doch mal die Geschosse ausgehen, ne? Sonst wäre das ja echt eine unfaire Nummer. Komm, bind den erstmal. Und dann machen wir noch mit. Hauptsache, der ist irgendwie beschäftigt. Geil. Okay, kannst du den jetzt hier flankieren? So dämlich, warum ist das nicht möglich? Dass kein Angriff in die Flanke wird, ist halt einfach unverständlich, ne? LOL, Instant zur Mobung! Claro! Auf jeden Fall! Immerhin stehe ich jetzt den hier dann quasi in der Flanke, aber trotzdem, ey, war das scheiße gerade eben. Ich frage mich mal, wie hart man einen Nahkampf verlieren muss, damit sowas passiert. Den habe ich gerade eben übersehen. Der so längst stand. Na, also geschwächt. Und hoffentlich gleich rausgenommen. Ja, es reicht noch nicht. Ja, ich ziehe die erstmal zurück, bis sie sich gesammelt haben. Das ist einfach mir gerade eben zu doof. Muss ja nicht sein. Einer hat jetzt hier noch unnötig irgendwie unter Druck zu setzen. Am Ende kommt es in eine blöde Situation und rennt weg. Das wollen wir natürlich nicht. Ja. 25% Chance auf Niederlage. Da falle ich lieber noch mal ein Stückchen zurück. Ich mache jetzt mit der Kavallerie, da habe ich mich immer noch nicht entschieden. Wir bedrohen. Und schon wieder habe ich alle bewegt. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich viel zu wenig Soldaten habe. Eieiei. Oh Gott, die sammeln sich. Oh je, Mine, oh je, Mine. Eigentlich will ich hier in den Rücken donnern mit der Kavallerie. Wenn mir das erlaubt wäre, wäre das formidabel. Ich glaube, es ist mir nicht erlaubt. Na geil. Wir haben geschwächt. Super. Ich habe es gewusst, dass das Spiel irgendwas für mich parat hat. Um mir so richtig maximal auf den Keks zu gehen. Ich hab's gewusst, dass ich früher oder später in Panik geraten. Was sind das für Killer-Illyrer? Also Boyer. Ich verliere mehr Nahkämpfe, als ich gewinne. Spannend. Sehr spannend. Und die halten hier permanent stand, ne? Echt krass, ey.
Lied endlich. Nee, tun sie nicht. Tun sie einfach nicht. Die sagen nein. So, kann ich den jetzt hier angreifen? Kann ich. Auch ein Flankenangriff. Das war ein sehr wichtiger Flankenangriff. Nämlich jetzt ihm ja eine gewisse Chance. Trotzdem halten die Stand. Ey, das ist doch nicht wahr. So, du gehst jetzt noch darüber. Die rennen jetzt halt hier doberweise weg. 80% kommen. Ja klar, schaffen sie halt nicht. 52%. Endlich. Das ist nicht so gut. Was sind das für Kacknubrömer? Wer hat euch ausgebildet? Die will seinen Dienstrang haben und seine Nummer. Verdammte Scheiße. Ach Gott, jetzt bin ich mich hier verklickt. Weil ich gerade zu sauer bin auf meinen Legionäre, ey, dass die das so hart gegen die verkacken, ey. Das ist ja echt unfassbar. Ich frage mich gerade eben, ob das an meinem Kommandeur liegt oder so, dass der so scheiße ist. Weiß es ja nicht. Oh, du gehst jetzt da außen rum noch. Noch in die Richtung. Keine Ahnung, was ich mit dem machen soll. Die Truppe lassen wir mal hier stehen. Angreifen kann ich mit der eh nicht, weil sie viel zu angeschlagen ist. Aber hier kann ich vielleicht noch mit angreifen. Und natürlich sofort eine draufkriegen und geschwächt sein. Man gönnt sich ja sonst nichts. Ja, das ist echt der Wahnsinn. Boah, finally. Viel zu lange hat es gedauert. Die Kämpfe sind komplett auf Augenhöhe. Dinge, die mir nicht gefallen wollen, wenn sowas passiert. Kann ich nicht angreifen. Kann ich auch nicht angreifen. Der verhindert's. Dieser Schlumpf verhindert's. So. Dann dem hier dran. Das ist nicht wahr, ey, ne? Muss ich wieder jemand vom Feld runterjagen. Diese Schlacht ist das blanke Chaos. Zack, umdrehen. Ah, der kann noch schießen. Endlich. Immerhin ein kleiner Erfolg. Rennt endlich weg. Halleluja. Die sind echt schwer zu schlagen. Aber es könnte auch daran liegen, dass meine Truppen natürlich jetzt, glaube ich, nur die Qualität überlegen haben. Ne? Das sind jetzt nicht gerade Elite-Truppen. Die sind halt einfach regulär ausgebildet und hatten jetzt nicht so viel Kampferfahrung. Saßen die meisten halt dumm in den Alpen rum. Sonst haben sie nicht viel gemacht. Wichtig. Das war auch wichtig. Kann ich nämlich jetzt hier wieder ein bisschen supportend in die Flanke fallen. Also gut, auf lange Sicht gewinnen wir dann doch, weil wir einfach mehr Nahkämpfer haben, aber geil ist es trotzdem nicht. Die will ich extra jetzt hier wegjagen. Nur jetzt hier diesen Flankenangriff zu machen. Das ist nämlich wichtig. Panik! Na also, rennt weg, ein Schweinebären. So, jetzt muss ich mich hier eindrehen. Nö, machen wir nicht. Drehen wir uns hier so um.
Wenn ich jetzt dem in die Seite falle, könnte das der entscheidende Schlag sein. Jawoll! Panik! Das schönste Wort in meinem Wortschatz. Zumindest in dieser Situation. Stehen ein paar Prozente vom Sieg entfernt. Wir haben sowohl die Plänkler-Situation im Griff, als auch alle anderen Situationen. Also alle anderen sind eigentlich hauptsächlich Nahkampf. Oh, geil. Bin immer wieder überrascht, wie weit sie schießen können. So, dala. Ja, euch lasse ich einfach mal nochmal weiterhin treu doof rumstehen, ne? Ich frage mich, ob es gewürfelt wird, wie weit die verfolgen können. Also wovon das abhängt, ich weiß es nicht. Arsch. So, an den komme ich jetzt so weit nicht ran. Nimmt der den Nahkampf an? Wahrscheinlich nicht. Oh, aber die da. Wieder mal etwas, das für sie doof gelaufen ist. Und nochmal erwischt. Ach, ich liebe diese Kettenreaktionen, wisst ihr? Die sind einfach so herrlich. Muss ich nur noch hier die Plänkler vom Feld fegen? Ja, meine zwei zermürbten Truppen, die einfach keinen Bock haben, sich zu sammeln. Und auch der hier. Das war's schon wieder. Das war's. Ich denke, dass der Feind jetzt als geschlagen gilt. Definitiv, spätestens jetzt. Sind wir nämlich jetzt schon kurz vor den 60%. Boah, aber unsere römischen Legionen haben sich aber gerade eben wirklich nicht so wacker geschlagen, ne? Im 1-1. Also ich hätte keinen Kampf verlegt. Ich war am Anfang schon ein bisschen enttäuscht, dass sie nicht so viel Nahkampf haben. Aber inzwischen bin ich froh, dass sie nicht so viel Nahkampf hatten. Das hätte nämlich übel enden können. Mhm. Wir haben es geschafft. Boah, das breche ich auch gleich ab, ey. Brauche ich das Getröte nicht. 10.000 Lyro gegen 11.000 Römer und wir haben gestruggelt. Meine Güte. War kein stolzer Tag für Rom, auch wenn es gerade eben dran stand, dass es angeblich ein großer Tag für Rom gewesen wäre. Es fühlte sich nicht so an. War mehr so ein, boah, wir haben es geschafft, zum Glück. Wir importieren. Auf jeden Fall durften wir jetzt hier wieder unser Gebiet zurückerobert haben. Und ich muss mich jetzt neben den Bojern auch noch um die Dalmatier kümmern. Nicht um die Dalmatier sind ja quasi raus, um die Bojer kümmern. Habe aber dafür gar nicht die Armeen. Was ist das jetzt hier? Da genau, da greifen wir an. Berichtanzeigen. Haben wir die Flotte von denen halt einfach mal komplett zersägt. Ja, wie gesagt, die haben ja Kriegsschiff. Was ist das? Leichtes Kriegsschiff. Wir haben halt richtige Kriegsschiffe, ne? Also schwere Kriegsschiffe teilweise sogar. Kein Wunder, dass sie draufgegangen sind. Netter Versuch von ihnen. Hier gibt es nochmal irgendwie eine Nachbesprechung. Das hat mich eine Legion gekostet, aber sie sind draufgegangen. Das können wir auch einfach so berechnen. Die Armee hat ja 283 Kampfkraft. Ich weiß nicht, was ihr dieser Armee entgegenwerfen wollt, liebe Makedonen. Aber bis jetzt habt ihr... Oh, wir haben nochmal eine weitere Fortschrittsmarke. Yay! Das heißt, wir werden wohl auf ein stabiles Reich aufrücken. Wenn das so weitergeht. Die Belagerung ist vorbei. Ja, Rom ist siegreich. Das. Obwohl sie weggegangen sind. schön. Finde ich eigentlich ganz gut so. Dann gehen wir da hin und besetzen das Ganze jetzt hier.
Die gehen dahin und besetzen das hier vorsichtshalber. Aber ich muss jetzt nochmal Truppen ausheben, um das Ganze nochmal zu verstärken. Also zumindest ein Minimum an Kavallerie wäre jetzt absolut notwendig. Festung Kataphraktee hätte ich gerne. Legion kann ich nicht ausheben. Machen wir mal zumindest mal zwei leichte Kavallerieeinheiten. Hier waren wir auch siegreich. Fein, fein, fein. Das sind, glaube ich, kein General mehr. Wie doof ist das denn? Mir gehen die Generäle aus. Gehst du jetzt dahin? Wie sieht's hier aus? Ich sehe die Stadt gar nicht mehr vor lauter Truppen. Eine intakte Mauer. Und die sind ziemlich zermürbt. Denke, die werden jetzt bald sterben. Die werden nicht mehr lange kämpfen. Da ist keine Mauer mehr. Sturmpeller. So, Wachswerkstatt wurde hier fertiggestellt. Was will ich denn noch machen? Was ist denn das hier? Gärten der Adligen. Macht saumäßig viel Kultur, aber auch saumäßig viel Dekadenz. Habe ich keinen Bock drauf. Dekadenz. Dann mache ich lieber die Messe. Die gibt mir Mannstärke und Geld. Hier wurde die Weberei fertiggestellt. Was ist denn das schönes Mühle? Nahrung aus Töpferwaren. Wir haben Töpferwaren. Dann machen wir doch die Mühle. Ofen in Padus. Machen wir den Markt. Was ist denn das schönes? Gepflasterte Straße. Die gepflasterte Straße ist ein Ersatz für die unbefestigte Straße und wird die Bewegung der Truppen und Handel weiter verbessern, kann nicht im alpinen Gebieten gebaut werden. Ui, Handelsbonus. Ich bin ein Fan davon. Bitte baut das. Hier ist der Meeresgott-Tempel. Ja, damit. Münzen machen. Brauche ich nicht. Lass uns einen Tempel hier errichten. Wir müssen erstmal hier regenerieren. Weg, weg. Oh, wir haben einen neuen Herrscher. Meldungen das sind, ne? Guck mal, ich bin die ganze Zeit nur am Wegklicken. Wir haben jetzt einen Typen, der ist ein mangelhafter Verwalter, aber dafür ein guter Diplomat. Okay, das ist gut. Die Wahrscheinlichkeit haben wir 30% hier noch weiter aufzusteigen. Auch sehr gut. Wo stehen wir denn hier? Auf Platz 10 der Gesamtwertung. Okay, ihr marschiert dahin, ihr marschiert dahin. Hier haben wir den Angriffsbefehl gegeben, hier haben wir den Angriffsbefehl gegeben, hier gehen wir dahin. Gut, dann marschiert mal los. Für den Ruhm Roms. Das dürfte easy sein. Ja. Das hier ebenfalls wieder mal so ein Schiff, das der Meinung war, dass es eine gute Idee ist. Ah. So, da könnten wir was verlieren, wenn wir Pech haben. Aber haben wir nicht. Ha! Waren halt hauptsächlich Pipifax-Truppen. Nochmal eine Flotte, die der Meinung ist, angreifen zu wollen. Und nochmal eine. Sag mal, habt ihr es bald? Hätte ich nicht gesagt, dass ich hier noch angreife? Oder hatte ich das nicht gesagt? Ich glaube, ich habe es nicht gesagt. Oh, nochmal eine Marke. Yeah, noch eine und wir sind stabil. Jetzt eigentlich nur noch eine Stufe drüber, dann gibt es nur noch glorreiches Reich, ne? Drei. So, wie viel haben die jetzt hier noch? Die haben nichts mehr, wisst ihr, die haben nichts mehr. Okay, ach, dann kann ich es jetzt aber auch. Oder nee. Ich greife hier einfach an. Wie sieht's hier aus? Eine Mauer. Ja, das ist kein guter General. Ich belagere das lieber noch mal ein bisschen.
Jetzt gehört mir das hier endlich wieder. Erdestelle. Sehr, sehr ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich, was hier passiert ist. Hier könnte ich auch den Meeresgott-Tempel machen. Muss ich halt hier diese blöde Befriedung nochmal durchführen. Man sagt ja Effikationsverführung. Aha. Die Schöpfung eines neuen Gottes ist immer für gut für die Gesellschaft. Stabilität. Die Region mit einer neuen Gottheit wird ihr Bestes geben, bla bla bla. Ein Loyalitätsbonus. Whatever. Ist aber auch eine Riesenstadt, oder? Wo ist halt, ich muss es halt trotzdem mit Positionen teilweise halten. Wo gibt's denn? Ich muss jetzt gezielt schauen, wo hat Makedonien noch ein Palast? Berne, Kultort, Ohrenhaus. Überall als Paläste des Statthalters. Da, ein Mausoleum. Da ist doch nochmal was. Ein Artemis-Tempel. Das muss man sich holen. Den Koloss von Rhodos? Ne, hier gibt es nur die Agora. Hier muss ich auch noch rüber. Eieiei. Das Leben wird nicht langweilig, wenn man gegen den Makedonen kämpft. Wo gehst denn du hin? Hä? Ich hab nie gesagt, dass du das tun sollst. Sollst du einfach nur hier die Position halten. Weil ich jetzt natürlich auch einfach hier hingehen kann. Du kannst jetzt wiederum dahin gehen. Und du dahin. Dann vereinigt ihr euch hier und wir machen jetzt hier das hier immer in so zwei Schritten, die Eroberungszüge. Und wir bauen hier. Ach, machen wir erst einen Brunnen. Mehr Bevölkerung in irgendeinem Gebiet. Was ist denn das hier? Eine große Werft! Oh je. Produziert Segel. Große Werft. Ich weiß jetzt nicht genau, was die jetzt alles dann herstellen, aber dann habe ich auf jeden Fall einen geilen Ort. Genau an der Stelle hier. Um richtig, richtig viel große Schiffe herzustellen. Hier bauen wir jetzt eine stabile Mauer rein. Stadtwache brauche ich nicht. Mauer und Handwerksviertel. Ja, die werden jetzt ja gleich raufgehen. Komm, das will ich noch gesehen haben in dieser Folge, Leute. Das muss gehen. Den Rest machen wir dann beim nächsten Mal. Jawohl, ich habe sie erobert. Die sind verhungert. Das hier haben wir auch wieder gewonnen. Schöner Flottenkampf. Wir werden hier ein richtig großes Gebiet erobern. Ich muss nur aufpassen, dass wir dadurch nicht so viel Dekadenz aufbauen. Was sind das für Schiffe? Ich habe versehentlich meine Flotte aufs Meer gestellt. Meine Armee. Ich habe das Gefühl, ich habe einen großen Fehler gemacht. Moment, was ist... Entschuldigung, aber da ist irgendetwas passiert, was nicht hätte passieren sollen. Ich habe nicht gewollt, dass die da rüber gehen. Habe ich da irgendwie blöd geklickt oder so? Jetzt sei, dass ich müde bin und irgendwie gar nicht mehr mitkriege, was ich tue. Ich habe so ein bisschen den Eindruck. Tatsache, ich habe den irgendwie blöd reingeklickt. Ach, das wollte natürlich so nicht sein. Okay. Gut, dass wir das nochmal geklärt haben, Leute, weil das sollte nicht passieren. In keinster Weise sollte das passieren. Immer aufpassen, auf was man klickt, ne? Sonst bereut man es ganz schnell. Ansonsten, die Kämpfe laufen alle exakt gleich ab. Ja, hier, wie gesagt, das, was die da als Flotte noch bezeichnen, versinkt. Ich denke, dass diese Armee das euch ja auch noch hinbekommt hier mit Sparta und allem drum und dran. Kann ich wirklich dann vielleicht diese Armee hier verwenden, um jetzt hier diese Inseln hier noch einzunehmen und dann den Schritt darüber zu machen. Oh, wir sind ein stabiles Reich geworden. Ausgezeichnet. Hat das jetzt hier für Konsequenzen für uns? Also auf jeden Fall erstmal ist diese Belagerung hier vorbei. Die man sehr leicht erkennen kann. Das ist Makedon.
Das sind ziemlich sicher Makedonen. Dann greifen wir da mal an. Dann holen wir uns das dann noch. Fast übersehen, dass es dieses Gebiet ja auch noch gibt. Hier gibt es da noch drin. Und so gut wie down. Angriff. Diese Gebiete da oben sind wertlos. Ich habe aber auch so ein bisschen das Gefühl, dass die Makedonen militärisch hier nicht mehr ganz auf der Höhe sind. Kommt mir nur so vor vielleicht, aber optimistisch. Also mehr Makedonen. Muss es jetzt hier auf zweierlei Ebenen machen. Diesen Billigarmeen, die ich da habe. Oh, was haben wir denn da noch Schönes? Noch ein paar Schleuderer. Die hätte ich gerne erstmal hier. Und dann muss ich sie irgendeiner Armee noch anschließen. So, wir klicken hier noch schnell durch, Leute, auch wenn die Folge eigentlich schon längst vorbei sein sollte. Hier geht es nochmal in die Kleidungswerkstatt. Nee, das wollen wir nicht. Oder wollen wir das? Ach komm, gibt noch eine Menge Geld. Dann machen wir hier nochmal ein Marmor. Nee, da fehlt wieder Marmor. Oh, du kannst einen Marmorbruch machen, aber hat keinen Marmor. Brunnen. Was für einen Sinn hat dann ein solcher Marmorbruch? Markt. Und was ist denn das? Ach nee, das war ein Arzthaus, genau. Alles klar, liebe Leute. Dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Wir sind hier fertig. Bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit, ne? Für Sie und.